Mobil telefonieren, im Internet surfen, E-Mails schreiben. All das gehört zum Alltag. Elektronische Kommunikation ist längst ein Grundbedürfnis. Hallo Mama. Doch nicht immer funktioniert die Technik. Störung. Im Moment sind alle Kundenberater im Gespräch. Das Internet katastrophal. Nervt, richtig. Die Wieso-Sommerdoku reist durch Deutschland und erlebt ein Hightech-Land, in dem funktionierendes Internet zum Glücksfall und ein simpler Telefonanschluss zum Drama werden kann. Unsere Reise durch die digitale Entwicklungsrepublik beginnt in Nordrhein-Westfalen. Aus Ahaus haben wir einen Notruf von Reinhold Wellberg erhalten. Alles, was aus seinem Telefon kommt, klingt so. Seit 3 Monaten ist dieser Festnetzanschluss tot. Ich wollte meinen Anbieter wechseln und das hat wohl nicht so richtig hingehauen. Zum Zeitpunkt unseres ersten Besuches kann die Familie weder raustelefonieren noch angerufen werden. Mich trifft das am meisten, weil ich am meisten zu Hause bin und am meisten hier vom Festnetz aus telefoniere. Und so ist es dazu gekommen. Im Frühjahr 2014 ist in Ahaus ein Kundenwerber für die Telekom unterwegs. Er besucht auch Familie Wellberg. Die haben zu dieser Zeit ihren Anschluss bei dem lokalen Anbieter Bornet und sind nicht ganz zufrieden. Deshalb sind sie für einen Wechsel zur Telekom offen und unterschreiben. So soll der Anbieterwechsel laufen. Wellbergs bleiben bis zum fristgerechten Vertragsende bei ihrem bisherigen Anbieter Bornet. Im Januar 2015 wollen sie dann zur Telekom wechseln und ihre Rufnummer mitnehmen. Kurz vor dem vereinbarten Wechseltermin ruft Herr Wellberg bei der Telekom an und erfährt, Wechsel ja, aber erst im Januar 2016. Das Problem, der bisherige Anbieter Bornet schaltet wie vereinbart ab, die Telekom übernimmt die Rufnummer, aber die Leitung bleibt stumm. Wellbergs Proteste gegen die Stilllegung landen immer wieder in der Warteschleife. Im Moment sind alle Kundenberater im Gespräch. Ein frustrierendes Erlebnis. Die haben keine Ahnung, also da weiß nicht die rechte Hand nicht, was die linke macht. Es wird immer wieder neu aufgerollt, die müssen immer wieder neu nachgucken. Der alte Anschluss abgestellt, der neue noch nicht angestellt. Wellbergs fordern die Telekom auf, endlich ihre Leitung zu schalten. Doch die kann den Fehler nicht korrigieren. Immer wieder kommt der Hinweis, im System sei als Wechseldatum 2016 hinterlegt. Und das sei irgendwie nicht zu ändern. Wellbergs wollen sich damit nicht abfinden und gehen vor Gericht. Sie wollen durchsetzen, dass sie sofort wieder ans Festnetz kommen. Doch der Richter entscheidet letztlich gegen sie. Der hat dann so entschieden, so durch die Blume, sage ich mal so durch. Ja, der Herr Welle hatte ja einen Mobilfunkanschluss und Festnetz, wofür? Also er hat Mobilfunk technisch erreichbar und der hat gefälligst jetzt auch die Kosten zu tragen für das Verfahren. Wellbergs wollten nur den Anbieter wechseln, ohne Unterbrechung und mit der Festnetznummer, die sie seit 35 Jahren haben. Nach circa 3 Monaten stornieren sie ihren Auftrag bei der Telekom. Ich habe mich in dem Zuge auch schon um einen anderen Anbieter gekümmert und der hat mir heute also die Nachricht gegeben, dass er mich am 13.05. mit einer neuen Nummer aufschalten will. Und wenn das dann funktioniert, dann will er versuchen, also meine alte Nummer von der Telekom wiederzuholen und dass wir auch wieder unsere alte Nummer haben. So ist der Plan. Da die Telekom seit über einem Vierteljahr nicht in der Lage ist, die Leitung zu schalten, soll ein neuer Anbieter, Vodafone, das nun tun und die Rufnummer der Familie zurückholen. So soll endlich wieder alles gut werden im Hause Wellberg. Mit diesen Aussichten verlassen wir die Familie, ohne Telefon. 3 Wochen nach unserem ersten Besuch sind wir zurück, um das Wunder von Ahaus zu bestaunen. Wellbergs können telefonieren. Ja, es ist was Neues passiert. Hören Sie mal. Ich habe ein Freizeichen. Wow, heißt, Sie haben einen Anbieter gewechselt? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Ich konnte nicht zu einem anderen Anbieter wechseln, weil der mir nicht garantieren konnte, dass meine Nummer zu dem Zeitpunkt auch wirklich übernommen wird. Und das ist passiert, sagt Wellberg. Ein Vodafone-Mitarbeiter habe ihn informiert, dass eine Übernahme seiner Nummer nicht garantiert werden könne.
Grund, die Festnetznummer sei zu lange inaktiv. Gleichzeitig meldet sich die Telekom wieder bei Wellbergs und sagt, eine Freischaltung mit ihrer alten Nummer sei jetzt innerhalb von 2 Tagen möglich. Wellbergs stornieren den Wechselauftrag zu Vodafone und beauftragen wieder die Telekom. Aus Ärger schalten sie die Bundesnetzagentur ein. Nach dieser Beschwerde ging alles ganz schnell, erzählen Wellbergs. Die Telekom schaltet den Anschluss. Für Wellbergs die einzige Möglichkeit, ihre alte Nummer zu behalten. In meinen Augen ist das Nötigung, dass wir jetzt da bleiben mussten, wo wir ja schon gekündigt hatten. Obwohl man quasi weg wollte, weil man die Nase gestrichen voll hatte von dem ganzen Gebaren und wie das dann abgelaufen ist und dass ich dann im Endeffekt doch bleiben musste, wenn ich meine alte Nummer behalten wollte. Probleme beim Anbieterwechsel. Hauptärgernis deutscher Telefonkunden. Rund 28.000 solcher Fälle wurden im letzten Jahr der Bundesnetzagentur gemeldet. Die Reise durch ein Land mit Leitungsstörung geht weiter. Die gewählte Rufnummer ist zurzeit nicht erreichbar. Seit Monaten funktioniert der Telefonanschluss von Stefanie Maul in ihrem Friseurgeschäft nicht richtig. Sie beschwert sich regelmäßig. Das ist die Warteschleife. Wie oft haben Sie das gehört? Bestimmt 80, 90 Mal. Viele ihrer Kunden blieben weg, weil sie glauben, das Geschäft sei geschlossen, sagt sie uns. Schon 2014 funktioniert der Unity Media Festnetzanschluss im Geschäft der Friseurin nicht einwandfrei. Alle 2-3 Monate ist die Leitung gestört. Kunden rufen an, aber kommen nicht durch. Stefanie Maul beschließt, zur Telekom zu wechseln. Sie bestellt ein Komplettpaket für Telefon und Internet. Doch nach dem Wechsel im August 2014 wird alles noch schlimmer. Ich konnte raus telefonieren, ich hatte Internet. Aber durch Rückmeldung von Kunden wurde mir dann bestätigt, dass sie immer noch nicht durchrufen konnten. Auch der neue Anschluss ist immer wieder nicht erreichbar. Besonders ärgert sie, dass ihr niemand hilft. Immer wieder ruft sie bei der Service-Hotline der Telekom an, hängt bis zu einer Stunde in der Warteschleife, hat jedes Mal einen neuen Ansprechpartner. Sie schildert ihr Problem, fühlt sich nicht ernst genommen. Helfen kann man ihr jedenfalls nicht. Die haben das Netz gemessen und jedes Mal waren die Messungen wohl okay. Man konnte keine Störung finden. Weil das Problem weiter existiert und Stefanie Maul darauf besteht, schickt die Telekom schließlich Techniker vorbei. Zur Fehlersuche vor Ort. Der erste Techniker kommt, prüft den Anschluss, sucht die Störung, kann den Fehler jedoch nicht finden. Auch der zweite Techniker sucht und prüft ergebnislos. Zuletzt kommt ein Spezialtechniker. Selbst dieser findet die Ursache der Störung nicht, zieht unverrichteter Dinge ab. Trotzdem, sagt Stefanie Maul, habe sie für Technikereinsätze insgesamt rund 180 Euro bezahlt. Fazit: Fehlersuche vergeblich, wenn auch nicht umsonst. Der gestörte Anschluss wird immer mehr zum Problem. Weil telefonisch oft keine Termine zu machen sind, bleiben viele Stühle leer. Das ist existenzbedrohend. Ich habe kein Personal mehr. Ich hatte noch eine Kosmetikerin im Haus, noch eine Friseurin. Und die sind auch nicht mehr da. Mit ihrer Auszubildenden hält Stefanie Maul die Stellung. Für Laufkundschaft oder Stammkunden, die in der Nachbarschaft wohnen und das Telefonproblem kennen. Also manchmal bin ich durchgekommen, aber manchmal nicht. Also es ist enorm Schwierigkeiten. Gestern Abend habe ich versucht, nicht. Heute Morgen auch nicht. Wie finden Sie denn das als Kundin? Ja, total Mist. Zum Zeitpunkt unseres Besuches existiert das Telefonproblem hier bereits seit 9 Monaten. Wir wollen von der Telekom wissen, warum das so ist. Wir bitten wochenlang um ein Interview und werden hingehalten. Schließlich fahren wir nach Bonn. Wir erreichen einen Sprecher der Telekom. Die Fälle von Frau Maul und Herrn Wellberg seien kompliziert, lägen lange zurück, sagt er. Man prüfe noch. Was ich nur nicht nachvollziehen kann, ist, dass Sie dafür jetzt 3 Wochen brauchen, diese 3 Fälle nachzurecherchieren. Und lange her ist der Fall von Herrn Wellberg auch nicht. Er liegt gerade mal 2 Monate zurück. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es später: In keinem der beschriebenen Fälle hat die Telekom ursächlich den beschriebenen Fehler verursacht. Im Fall Wellberg schiebt die Telekom die Schuld dem Unternehmen Bornet zu.
Ausgangspunkt der Fehlerkette war die fehlerhafte und falsche Übertragung des Wechselauftrags an die Telekom durch den alten Anbieter, heißt es. Unsere Recherchen zeigen, Burnett hat hier keine Fehler gemacht und sich Familie Wellberg gegenüber sehr kulant verhalten. Im Fall der Düsseldorfer Friseurin Stefanie Maul erklärt die Telekom, Schuld an den Störungen sei ein privater Router. Eine Prüfung habe ergeben, Zitat, dass dieses Kundenequipment Ursache für die beschriebenen Probleme ist. Die Telekom-Kundin aber sagt, sie habe keinen eigenen Router. Vor Ort haben wir nur ein Gerät gesehen. Einen Router mit einem kleinen T. Wir wollen uns damit nicht zufrieden geben und besuchen Stefanie Maul 2 Monate später erneut. Diesmal begleitet uns Techniker Karl-Heinz Schmitz, um den gestörten Anschluss zu prüfen. Es hat sich leider noch gar nichts geändert an der Situation. Ich werde weiterhin immer nur vertröstet. Wir machen den Test, versuchen im Geschäft anzurufen. Gut, wir hören es klingeln, aber wie wir hören, hören wir hier nichts. Das Telefon im Laden schweigt, wie so oft. Telekommunikationselektroniker Schmitz checkt für uns die Telefonanlage. Alles in Ordnung? Nein, das alte Apparat ist tot. Mit seinem Diagnosegerät prüft er den Anschluss. Das Telefonsignal kommt im Laden an. Jawohl, wunderbar. Verbindung ist da. Dieses Gerät hat nicht geklingelt. Bei der Kontrolle der Anschlüsse am Router wird er fündig. Ein Stecker hat keinen richtigen Kontakt. Sitzt viel zu locker hier drin und rastet in keiner Form ein. Techniker Schmitz tauscht den kaputten Stecker aus. Ein konstantes Freizeichen ist die Folge. Unser Check der Telefonanlage geht weiter. Karl-Heinz Schmitz fällt eine Anschlussdose auf. Hier wurde ungewöhnlich verkabelt. Dieses Kabel ist eigentlich nicht dafür geeignet. Man sieht, es hält, aber der Innendurchmesser der Adern ist zu gering, um hier einen sauberen Kontakt herzustellen. Schmitz baut die Anlage zurück, hält die Kabelwege kurz, schließt weitere Fehlerquellen so aus. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die hier am Werk waren. Gebaut hat das sicherlich die Telekom, da kann man von ausgehen, dass dieser Stecker oder dieses Kabel an einem Gerät verwendet wurde, was die Frau Maul als Leihgabe, als Teststellung von der Telekom hat, ist, wie soll ich sagen, grob fahrlässig. Was soll man dazu sagen? Weil der ist einfach kaputt, dieser Stecker. Der kann nicht sauber funktionieren. Und sowas hätte man eigentlich relativ zügig feststellen müssen. War das die Ursache für monatelangen Ärger und ausbleibende Kunden? Stefanie Maul wählt ihre Nummer. Es klingelt. Es scheint, Sie sind wieder erreichbar. Sie trauen dem Braten noch nicht. Nee, ich bin noch etwas skeptisch, dass das die Ursache schon war. Skeptisch, ganz klar, verstehe ich. Aber ich glaube, dass ein Großteil Ihrer Probleme jetzt nicht mehr existiert. In den nächsten Wochen testen wir den Telefonanschluss täglich mit Erfolg. Auch Stefanie Mauls Kunden kommen wieder durch. Wir erhalten dieses Foto. Wir machen uns auf den Weg zurück nach Köln. Viele Verbraucher ärgern sich, dass ihr Telefon- oder Internetanschluss nicht bietet, was ihnen versprochen wurde. Wir testen. Wie gut ist die Beratung und bekommen Laien die Technik ans Laufen? Mit 3 Kunden wollen wir das herausfinden. Wir sind in der Kölner Innenstadt. Seit gut einem Jahr wohnt in diesem Haus auch Tina Fuchs. Die NetCologne-Kundin ist unzufrieden mit ihrem Internetanschluss. Ja, seit wir hier wohnen, haben wir ein sehr instabiles Internet. Also die Internetverbindung schwankt sehr stark. Ich habe ein Paket von 25.000 Kbits. Und das sind die Werte, die erreicht werden. Und mit diesen Werten funktioniert das Internet nicht. Zumindest nicht so, wie ihre Jungs es brauchen. Das Internet ist katastrophal. Ich kann nicht mal irgendwie gegen meinen Bruder spielen oder YouTube gucken. Geht nichts. Nervt, richtig. Und das soll sich jetzt ändern. Tina Fuchs will sich von mehreren Anbietern beraten lassen. Ich wünsche mir ein Highspeed-Internet, eine stabile Verbindung, eine zuverlässige Verbindung und ein Entertainment-Programm. Wir begleiten Tina Fuchs in verschiedene Shops. Ihr erster Weg führt sie zu Vodafone. Das englische Unternehmen gehört in Deutschland mit zu den größten Anbietern von Telefonie und Datenübertragung. Im Laden nennt sie ihre Wünsche. Die Beraterin prüft kurz die Adresse und sagt, dass an Tinas Wohnort leider kein schnelleres Internet zur Verfügung stehe. Sie solle ihren Anbieter kontaktieren, ob er die Leitung hochsetzen könne.
Damit ist die Beratung hier schnell zu Ende. Die haben mir eigentlich kein wirkliches Angebot machen können und haben ehrlich gesagt, dass das, was ich jetzt momentan an Leistung habe, die Bandbreite, die gar nicht bieten können. Weiter geht es zur nächsten Beratung. In sogenannten Multistores werden die Produkte des deutschen Unternehmens 1&1 verkauft. Der zweitgrößte Anbieter von Breitbandzugängen hat kein eigenes Filialnetz. Tina Fuchs erklärt, dass sie ein schnelleres Internet möchte. Die Verkäuferin bietet ihr eine 16.000er oder eine 50.000er Leitung an, macht ihr zusätzlich ein Angebot mit 100 Euro Wechselbonus. Allerdings prüft die Beraterin keine Verfügbarkeit, zitiert nur aus einem Werbeflyer. Tina Fuchs überzeugt das nicht. Die Beratung fand ich nicht gut. Der Eindruck war so, dass die Mitarbeiterin mir irgendwie vermittelt hat, dass sie selbst dem Angebot nicht so wirklich traut. Zum Schluss geht es zur Telekom. Immer noch mit weitem Abstand Marktführer in Deutschland. 2014 machte das Unternehmen über 62 Milliarden Euro Umsatz. Tina Fuchs wird hier von einem jungen Mann beraten, der mehrfach bei einem Kollegen nachfragen muss. Eine schnelle Leitung sei am Wohnort der Kundin kein Problem, sagt er. Tina Fuchs entscheidet sich, hier zu unterschreiben. Ich habe jetzt einen Vertrag abgeschlossen mit Entertainment. Ist alles mit drin und hörte sich auch ganz gut an und hatte ein gutes Gefühl, sodass ich das da abgeschlossen habe. Die Kundenberatungen wollen wir von einem Verbraucherschützer bewerten lassen. In Düsseldorf sind wir mit Rechtsanwalt Thomas Bradler verabredet. Wir schildern ihm unsere Erfahrungen. Im Vodafone-Shop fragte die Beraterin nach der Adresse und stellte fest, dass sie kein schnelleres Internet anbieten kann. Positiv zu bewerten ist, dass die Verkäuferin hier gleich gemessen hat, was ist beim Kunden vor Ort überhaupt verfügbar. Also können wir überhaupt eine hohe Geschwindigkeit anbieten? Und dass sie dann sogar sieht, nein, können wir nicht. Auch bei 1&1 fragte Tina Fuchs nach einer schnelleren Internetverbindung. Hier schien die Beraterin jedoch nicht wirklich gut informiert zu sein. Da sollte man als Verbraucher auch sehr schnell dann eben erkennen, dass das nicht der richtige Ort ist, um den Vertrag zu schließen und lieber zu einem anderen Anbieter oder in ein anderes Geschäft gehen. Der Kundenberater der Telekom machte einen unsicheren Eindruck und zog häufig einen Kollegen zu Rate. Tina Fuchs war von dem Angebot trotzdem überzeugt und schloss einen Vertrag ab. Wenn die Beratung so lange dauert, ist das erstmal kein schlechtes Zeichen. Wenn man dann aber merkt, dass der Verkäufer selber gar nicht so genau weiß, was er einem da sagt oder die Antworten ständig kontrollieren muss oder noch jemand Zweites dazukommen muss, dann wäre ich als Verbraucher eher geneigt, den Vertrag dort nicht zu schließen. Um die Beratungen der drei Unternehmen noch besser beurteilen zu können, werden wir den Test mit weiteren Kunden fortsetzen. Doch vorher müssen wir nach Baden-Württemberg. Hier hat sich Raimund Arnold an unsere Redaktion gewandt. Guten Tag, Herr Schulze. Hallo. Kommen Sie rein. Danke. Nach langem Schweigen macht sein Telefon endlich wieder dieses Geräusch. Seit wann denn? Seit wenigen Tagen. Und wie lange war die Leitung tot? 7 Monate. Über 7 Monate. Und funktioniert es jetzt vernünftig? Nein, kann man nicht sagen. Ich habe immer noch Störungen. Also zeitweise Stunden bin ich von der Außenwelt abgeschnitten. Der selbstständige Elektrokonstrukteur hat sein Büro im Haus. Von hier kommuniziert er mit seinen Kunden und verschickt komplexe Unterlagen und Pläne. Ein funktionierender Internetzugang ist seine Arbeitsgrundlage. Das ist mein täglich Brot. Ich brauche das. Ich korrespondiere mit meinen Lieferanten, mit meinen Kunden. Davon lebe ich. Ich brauche das. Deshalb ärgert sich der langjährige Telekom-Kunde über seine bisherige langsame Internetverbindung, eine sogenannte 1000er-Leitung. Umfangreiche Konstruktionspläne zu verschicken, dauerte damit ewig. Die schnellste Möglichkeit, die es an seinem Wohnort gibt, ist eine 6000er-Leitung. Auch die ist nicht optimal, wäre aber deutlich schneller. Deshalb bestellt Arnold im Herbst 2014 diese Leitung. Die Telekom schickt ihm ein Paket mit Technik. Da sei alles drin, was er braucht, glaubt Arnold. Bis sich am Tag der geplanten Umstellung ein Techniker bei ihm meldet. Der hat spätabends angerufen und hat mich gefragt, ob ich auch den ISDN-Adapter hätte. Davon wusste ich nichts, dass man den braucht. Dann hat er gesagt, ja, ohne den geht's nicht, dann braucht er auch nicht kommen. Trotzdem wird auf das neue System geschaltet, mit fatalen Folgen. Denn jetzt ist der Anschluss tot. Die alte 1000er-Leitung ist abgeschaltet. Die neue 6000er-Leitung funktioniert auch nicht. Es fehlt ja auch ein wichtiges Bauteil, der ISDN-Adapter.
So ein Adapter sollte im Hightech-Land Deutschland doch schnell zu kriegen sein, denkt Arnold. Weit gefehlt. 2 Monate dauert es. Sein Büro ist so lange von der Welt abgeschnitten. Kein Internet, kein Telefon, kein Fax, nichts. Tote Hose. Immer wieder ruft Arnold bei der Telekom an, um sich zu beschweren. Er wird Stammgast in der Hotline. Unser Kundenservice hat erneut das TÜV-Siegel für geprüfte Kundenzufriedenheit erhalten. Damit ich Sie mit dem passenden Berater verbinden kann, sagen Sie zum Beispiel Störung oder Umzug oder nennen Sie einen anderen Grund für Ihren Anruf. Störung. Ich habe bestimmt 80 Mal angerufen. Man wird weiter verbunden. Jedes Mal hat man einen anderen Gesprächspartner. Als der Adapter endlich montiert ist, funktioniert der Anschluss. Arnold freut sich, aber nur ganz kurz. Denn dann stellt er fest, die vermeintlich schnellere Leitung ist tatsächlich langsamer und immer wieder funktioniert sie gar nicht. Vor allem das Internet ist ein echtes Problem. Datenübertragung dauert ewig. Jetzt sehen Sie, ich habe einen Downloadwert von 0,38. Ja? Dass der überhaupt noch läuft, ist ein Wunder. Noch ein bisschen weniger, dann haben Sie ein Standbild. Dann geht nichts mehr. Manchmal funktioniert die Leitung und manchmal nicht. Mal geht es schneller, mal langsamer. Wieder beschwert sich Raimund Arnold bei der Telekom, schreibt Mails, schickt SMS. Es tut sich nicht viel. Die Telekom lässt Messungen anstellen und findet heraus, dass elektrische Geräte schuld an den Leitungsstörungen sein sollen. Welche Geräte das sind und wo sie stehen, habe er nicht erfahren, sagt Arnold. Die Begründung? Datenschutz. Deshalb steigt Raimund Arnold jedes Mal ins Auto, wenn er eine wichtige Mail zu verschicken hat. Jetzt fahren wir zu meiner Freundin. Die wohnt 12 Kilometer von mir zu Hause weg. Und da kann ich arbeiten, die hat einen funktionierenden Anschluss. Landstraße statt Datenautobahn. Dieser Zustand endet erst im Juli 2015, 9 Monate nachdem der Ärger begann. Auch hierzu hatten wir um ein Interview gebeten, das nicht stattfindet. Die Telekom schreibt: Schuld an den Leitungsstörungen seien Herrn Arnolds eigene Geräte, unter anderem seine Waschmaschine. Herr Arnold sagt, er habe gar keine. Die Bundesnetzagentur findet die störende Maschine schließlich in einem benachbarten Altersheim. In Köln setzen wir die Stichprobe mit unseren 3 Testkunden fort. Im 22. Stock des Unicenters wohnt seit einem Monat Wolfgang Sternberger. Der Student hat keinen Festnetzanschluss und ist unzufrieden mit der Internetgeschwindigkeit in seinem Apartment. Ja, hier, das ist mein Internet. Und wie man sieht, das ist nicht gerade das Schnellste hier. Wir begleiten Wolfgang Sternberger in einen Multistore mit Produkten von 1&1. Er erklärt, dass er schnelleres Internet möchte. Der Verkäufer prüft die Verfügbarkeit und bietet ihm 50 Megabit für monatlich 19,99 Euro im ersten Jahr an. Im zweiten sollen es 39,99 Euro sein. Mit der Beratung ist Wolfgang Sternberger zufrieden, aber nicht mit dem Tarif. Sieht auf den ersten Blick günstig aus, aber auf den zweiten Blick muss man halt sehen, dass nach 12 Monaten der Vertrag eigentlich teurer wird. Als nächstes geht es zur Telekom. Der Berater kann eine schnellere Internetleitung anbieten, aber der Router kostet hier 4,95 Euro extra pro Monat. Dem Studenten ist das zu teuer. Ja, auch hier war der Mitarbeiter sehr freundlich. Allerdings also schreckt mich halt das mit der Hardware dann ab, dass ich die noch zusätzlich quasi mieten muss oder halt kaufen muss. Bei Vodafone prüft der Verkäufer die mögliche Internetgeschwindigkeit und bietet Wolfgang einen passenden Tarif für die 16.000er Leitung an, die maximal in seinem Haus verfügbar ist. Da er alleine lebt, müsste das seinen Bedarf decken. Wolfgang Sternberger findet das Angebot passend und schließt einen Vertrag ab. Also insgesamt fand ich das günstigste Angebot mit monatlich 19,95 und halt auch nur einmalige Anschlusskosten von 40 Euro. Und den Router gibt es halt umsonst mit dazu. Auch diese Beratungsergebnisse zeigen wir Verbraucherschützer Thomas Bradler. Der 1&1-Berater weist offen auf die Preissteigerung im zweiten Jahr hin. Dass der Verkäufer sogar darauf hingewiesen hat, dass das Vertragsangebot, was erst sehr günstig erscheint, dann nach einem Jahr teurer wird, ist auch sehr verbraucherfreundlich. Bei der Telekom fand Wolfgang Sternberger die Extrakosten für den Router zu teuer. Thomas Bradler lobt aber die Aufklärung über alle Kosten.
Er sagt, klar, es gibt eine Anschlussgebühr und der Router kostet auch etwas. Das ist schon mal sehr positiv, denn das erleben wir nicht in allen Fällen. Oft fällt das eben unter den Tisch. Der Vodafone-Verkäufer prüft die verfügbare Leistung und berät bedarfsgerecht, sagt Bradler. Mehr als 16.000 macht ja gar keinen Sinn. Und dementsprechend hat er auch beraten und ihm einen 16.000er Internetvertrag dann angeboten. In Frechen treffen wir unsere dritte Testkundin. Ihr bisheriger Vertrag bei einem lokalen Anbieter ist gerade ausgelaufen. Also ich möchte einen neuen Vertrag mit einer Telefon-Flatrate und leistungsstarkem Internet. Zuerst wollen wir die Beratungsqualität bei Vodafone testen. Hier sind zwei Mitarbeiter in Gesprächen, die sich in die Länge ziehen. Anne Rizkowski wird nur kurz begrüßt. Nach einer halben Stunde Warten verlässt sie das Geschäft. Da werde ich kein Neukunde, wenn da mal irgendwas sein sollte und das eben immer so lange dauert, wenn das da bei der Hotline so lange dauert. Also ehrlich gesagt, nee. Es geht weiter zur Telekom. Hier ist ein Berater frei, aber kein Computer. Ohne die technische Verfügbarkeit an Annes Wohnort prüfen zu können, macht der Verkäufer ein Angebot. Ja, insgesamt dann für 35 Euro monatlich und noch eine einmalige Anschlussgebühr von 69. Also, ja, würde ich mir überlegen, ob es mir das wert ist. Bei 1&1 wird die verfügbare Leistung geprüft. Damit Anne schnell ins Internet kann, bietet ihr der Verkäufer einen kostenlosen Surfstick an. Den könne sie nutzen, bis ihre Leitung freigeschaltet wird. Auch ihre alte Rufnummer würde übernommen, sagt er. Anne schließt den Vertrag ab. Mir war auf jeden Fall wichtig, dass ich meine alte Telefonnummer behalten kann, dass ich halt eine Portierung machen kann. Und er sagt, das ist kostenlos möglich. Verbraucherschützer Thomas Bradler bewertet unseren Test. Bei Vodafone waren die Berater im Gespräch. Trotzdem sollten Kunden beachtet werden, sagt er. Dann erwarte ich als Verbraucher aber zumindest, dass ich mal begrüßt werde und dass man mir sagt, ja, es dauert noch so und so lange, nehmen Sie sich schon mal einen Kaffee oder ein Wasser. Bei der Telekom machte der Verkäufer ein Angebot, obwohl er nicht geprüft hat, welche technischen Möglichkeiten am Wohnort überhaupt zur Verfügung stehen. So kann man natürlich keinen Tarif empfehlen. Und wenn man es tut, dann kann der nur am Bedarf des Verbrauchers vorbeigehen. Und das führt in der Regel dazu, dass der Verbraucher viel zu viel bezahlt. Mit dem Anbieter 1&1 hat Anne Rizkowski einen Vertrag abgeschlossen. Im Angebot inklusive Rufnummernübernahme und ein kostenfreier Surfstick. Thomas Bradler betont jedoch, Gratisleistungen sollten schriftlich festgehalten werden. Dass dann angeboten wurde, einen Surfstick für die Zwischenzeit zur Verfügung zu stellen, ist erstmal verbraucherfreundlich, solange es kostenfrei ist. Aber genau da ist oft der Haken. Wir haben schon Fälle gehabt, wo dieser Surfstick dann später doch kostenpflichtig war. Über die Ergebnisse unseres nicht repräsentativen Tests haben wir die Unternehmen informiert und um Stellungnahme gebeten. Vodafone freut sich, dass zwei Beratungen kundenorientiert verlaufen sind und schreibt: Gleichzeitig bedauern wir, dass Ihre Testkundin bei einem von drei Testkäufen nicht bedient worden ist. Das Unternehmen 1&1 teilt uns mit, dass die Zufriedenheit ihrer Kunden besonders wichtig sei. Wörtlich heißt es: Selbstverständlich nehmen wir Kritikpunkte gern auf, damit wir auch die Beratung durch unsere Partner immer weiter verbessern können. Die Telekom verweist darauf, dass unser Stichprobentest keinem wissenschaftlichen Standard entspreche. Deshalb lasse er auch keine Schlussfolgerungen über die Beratungsqualität zu. Weiter heißt es: Von diesen Tatsachen unberührt nehmen wir die geschilderten Einzelfälle zum Anlass, unsere Beratungsqualität und Qualitätsoffensive zu intensivieren. Welche Überraschungen unsere Testkunden noch erleben, bis die Telefone klingeln und das Internet läuft, gleich im dritten Teil unseres Tests. Vorher machen wir uns auf den Weg in den Schwarzwald. Wir sind unterwegs nach Hunsbach. In diesem kleinen Ort werden Hightech-Roboter für den weltweiten Einsatz gebaut. Ohne Internet geht das nicht, sagt der Firmenchef. Vernünftiges Internet ist für uns absolut lebensnotwendig. Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir sie auch bei der Inbetriebnahme oder später in der Fertigung online unterstützen können. Die Maschinen, die hier gebaut werden, gehen oft ins Ausland. Um nach der Auslieferung auf ihre Steuerung zugreifen zu können, braucht Udo Herrmann zwingend eine schnelle und stabile Internetverbindung. Per Kabel aber geht hier nichts. Einzige Lösung, um mit der Welt in Kontakt zu bleiben, diese Satellitenschüssel. Das klappt aber nur bedingt. Solange die Wetterlage gut ist, ist es befriedigend, aber bei schlechtem Wetter haben wir natürlich Probleme. 80 Euro pro Monat zahlt Udo Herrmann für seinen Schönwetter-Internetzugang. Wie schlecht er in der täglichen Arbeit funktioniert, zeigt er uns in seinem Büro. Ich denke, dass überall auf der Welt die Verbindung besser ist als hier.
Ich fordere von der Bundesregierung so schnell wie möglich stabiles Breitband. Und warum? Damit wir hier wettbewerbsfähig bleiben können. Um in dieser Region wettbewerbsfähig zu bleiben, muss man sich was einfallen lassen. So wie Andreas Fischer, der zum Telefonieren mit dem Handy unter seinen Telefonbogen auf den Balkon gehen muss. Nur hier hat er Empfang. Zum SMS-Abrufen reicht's aber. Zum wirklich Mobiltelefonieren, um eine Konferenz oder Ähnliches zu machen, ist vollkommen ausgeschlossen. Und wenn er große Datenpakete verschicken will, verlässt er sich bei schlechtem Wetter nicht auf den Satelliten. Das ist eine Festplatte und die wird dann dem Kunden zur Verfügung gestellt. Und dann können wir zumindest auch mal sicherstellen, dass die Daten zeitgerecht, termingerecht eben beim Kunden vorliegen. Es ist zwar Steinzeit, digitale Steinzeit, aber lieber digitale Steinzeit als einen Auftrag zu verlieren. Das ist, glaube ich, auch klar. Statt Datenautobahn, Festplattenversand per Kurier. Trauriger Alltag im Hightech-Land. Wir wollen wissen, warum das so ist. Am Hauptbahnhof in Frankfurt sind wir mit Sandro Geiken verabredet. Der 41-Jährige ist Technologieforscher. Früher war er beim Chaos Computer Club. Heute berät er als IT-Experte Regierungen und Unternehmen. Er kommt gerade von einem Vortrag zum Thema Industrie 4.0. Wir begleiten ihn auf seiner Fahrt zurück nach Berlin. Wir wollen wissen, warum Deutschland digital so schlecht aufgestellt ist. Wir zeigen Geiken die Aufnahmen aus dem Schwarzwald. Sind das möglicherweise nur Einzelfälle? Da ist halt ein sehr schlechter Empfang, schlechte Anbindung. Man muss sich da irgendwas selber zurechtbasteln, meistens, was teuer ist, was nur schlecht funktioniert. Und ist eigentlich für die Zukunft wirklich schlecht aufgestellt. Der 4.0 setzt voraus, dass man viel digital macht. Viel digital kann man nur machen, wenn man ein dickes Netz hat darunter. Wenn es nicht da ist, dann wird das auch nichts mit dem Wachstum in diese Richtung. Diese Karte zeigt, in den großen Städten ist die Versorgung mit Breitband meist kein Problem. Doch je ländlicher die Region wird, umso dünner wird das Netz und die Verfügbarkeit nimmt rapide ab. Deutschland ist digital unterversorgt. Aber wie ist es dazu gekommen? Wir haben das ein bisschen verschlafen. Ja, das war so eine Mischung aus, die Industrie wollte nicht. Die haben natürlich kein Geld darin gesehen, teure Kabel in entfernte Regionen zu legen. Und die Politik hat es nicht als subventionsstrategisches Förderthema begriffen. Andere Länder haben Deutschland in ihrer digitalen Entwicklung längst überholt, meint der Experte. Die Folgen kennt jeder, der mal versucht hat, im Zug E-Mails zu lesen oder Informationen aus dem Internet zu bekommen. Was machen Sie da gerade? Ganz normale Webseite aufrufen, nur mit Text, keine Grafiken. Dauert jetzt schon eine halbe Minute. Auch der nächste Test zeigt ein Problem, das es in vielen anderen Ländern nicht gibt. Der Versuch eines Telefonates während der Bahnfahrt. Sie rufen mich jetzt gerade an? Ja. Und, was hören Sie? Nichts. Rufaufbau. Oh, ja, kein Netz. Deutschland ist dabei, den Anschluss an Zukunftstechnologien zu verpassen. Das belegen immer mehr Studien. Das löchrige Netz ist ein Problem für Unternehmen wie für Verbraucher. Deutschland ist eigentlich ein digitales Bangladesch, relativ weit unten in den Rankings. Und der Grund ist natürlich, dass wir uns hier immer so als klassisches altes Industrieland gesehen haben, wo der strategische Fokus immer auf Produktion war, Maschinenbau, Autos, Stahl, Kohle. Viele IT-Experten haben Deutschland verlassen, arbeiten im Ausland. Um diese Entwicklung zu stoppen, fordert Geiken: Wir müssen die Expertise auch wieder zurückholen nach Deutschland. Da muss man also auch willens sein, hohe Gehälter zu zahlen, um diese Experten wieder zurückzuholen. Wir lassen Geiken alleine weiter nach Berlin fahren. Den Rest der Reise will er zur Entspannung nutzen. Was sollte er auch sonst tun, ohne Internet und Telefon? Zurück zu unserem Selbsttest. Wir begleiten drei Kunden, die Telefon- und Internetanschlüsse bestellt haben. Jetzt wollen wir sehen, werden die Neuanschlüsse wie geplant freigeschaltet und funktioniert die Technik wie versprochen? Wir besuchen Tina Fuchs. Sie wollte einen schnellen Internetzugang, mit dem sie auch Fernsehprogramme empfangen kann. Vor 2 Wochen schloss sie dazu einen Vertrag in einem Telekom-Shop ab. Doch dabei lief etwas schief. Weil ich zu Hause festgestellt habe, wo ich mir nochmal alles in Ruhe angesehen habe, dass ich einen Anbieterwechsel bekommen habe. Im Klartext, der Berater hatte statt eines sofortigen Neuanschlusses einen Wechsel vom bisherigen Anbieter beauftragt. Dieser Wechsel hätte erst im März 2016 stattgefunden. Tina Fuchs hat den Fehler bemerkt und ihren Vertrag ändern lassen. Heute soll der neue Anschluss freigeschaltet werden.
Ich hatte die Möglichkeit, es selbst zu versuchen einzurichten. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die WLAN-Box konfigurieren zu lassen. Dafür müsste man aber in den Telekom-Shop gehen. Mhm. Und da machen das Techniker vor Ort. Oder man kann auch einen Techniker bestellen, der nach Hause kommt. Und los geht's. Für den kostenlosen Selbstaufbau gibt es von der Telekom eine Anleitung per Handy. Punkt für Punkt folgen wir den Erklärungen, verbinden Kabel und Router. Doch dann lesen wir in der Anleitung diesen Satz. Beginnen Sie erst, wenn Ihr Anschluss freigeschaltet ist. Ja, dann ist das jetzt hier zu Ende, weil der Termin ist zwar heute, aber der Techniker war noch nicht da. Wir müssen warten, bis der Anschluss läuft. Der Techniker soll zwischen 8 und 16 Uhr kommen. Trotz Nachfrage kann der Termin nicht näher eingegrenzt werden. Um 14 Uhr erscheint der Mann. Tina Fuchs bittet ihn auch, die Geräte aufzubauen. Das kostet 99 Euro. Im Keller schaltet der Techniker die Leitung frei. Dann richtet er den Internetrouter ein, installiert den TV-Empfänger und kontrolliert den Festnetzanschluss. Erst als alles läuft, 1,5 Stunden später, verabschiedet sich der Mann. Der Techniker war auf alles vorbereitet, konnte alles ganz gut lösen. Mit dem Tablet testen wir die Internetgeschwindigkeit. Gut, jetzt wollen wir mal testen, wie viel haben Sie denn in der Leitung? Eine Leitung mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde hat Tina Fuchs bestellt. Ah, hier hat er das Ergebnis. 35 Megabit. Was sagen Sie dazu? Ja, es ist noch nicht ganz so viel, wie ich es gebucht habe, aber es ist schon weitaus mehr, wie ich je hatte. Das heißt, Sie sind zufrieden? Absolut, ja. Auch Ihre Söhne testen bereits die Internetgeschwindigkeit. Also, YouTube feiert. Ja. Einwandfrei. Es gibt keine Beschwerden. Nach Schwierigkeiten bei Beratung und Inbetriebnahme hat die Familie endlich einen schnellen Internetzugang. Im Unicenter Köln wohnt unser zweiter Testkunde. Student Wolfgang Sternberger hat vor 2 Wochen bei Vodafone einen Neuanschluss bestellt. Am nächsten Tag eigentlich direkt hat schon jemand von Vodafone angerufen, ist mit mir die ganzen Vertragsdetails nochmal durchgegangen. Dann hat sie mir auch gesagt, wann der Techniker kommt. Heute zwischen 12 und 17 Uhr soll der Techniker kommen. Ein Paket mit der Technik wurde geliefert. Ja, hier ist der Router gekommen. Schauen wir mal, was hier drin ist. Wolfgang Sternberger hat sich entschieden, seinen Router selbst einzurichten. Der 25-Jährige ist technisch versiert. Vor Kabel und Co. hat er keine Angst. Es sieht jetzt nicht kompliziert aus, also es sind nicht viele Teile. Daher denke ich mal, sollte das kein Problem sein. Seine Zugangsdaten für den Router hat ihm Vodafone per Post geschickt. Nach 2 Stunden Warten meldet sich der Techniker telefonisch, kündigt sein Erscheinen an. 5 bis 7 Minuten, okay, alles klar, super. Danke, tschüss. Mit versteckter Kamera warten wir auf den Techniker. In der Wohnung schließt der Mann ein Signalgerät an. Im Keller stellt er dann die Verbindung her. Zurück in Wolfgangs Wohnung verbindet er den Router. Als diese Verbindung steht, verabschiedet sich der Techniker. Wenn das grün leuchtet, dann ist alles soweit in Ordnung. Und dann soll ich halt hier jetzt direkt die Aktivierung machen und erst dann habe ich eigentlich Internet. Mit seinen Zugangsdaten stellt Wolfgang die Verbindung her. Auch einfach, also überhaupt nicht kompliziert. Aber stimmt die Leistung? Wolfgang hatte eine Leitung mit bis zu 16 Megabit pro Sekunde bestellt. Der Test zeigt nur gut 11 Megabit. Wenn mir eine 16.000er Leitung versprochen wird, mit 11.000, okay, kann man jetzt leben. Aber im Vergleich dann zu vorher, 9.000 irgendwas, ist das schon ein bisschen wenig. Beratung und Installation waren problemlos. Die Leistung überzeugt Wolfgang noch nicht ganz. Er hofft, dass sie besser wird. In Frechen wohnt Anne Retzkowski. Sie hat vor 3 Wochen bei 1&1 einen Anschluss beauftragt. Doch mit ihrer Bestellung ist etwas schiefgelaufen. Dieser Stick steht jetzt hier mit 29,99 drauf. Und meine letzte Telefonnummer, die ich haben wollte, ist einfach nicht dabei. Ich war echt richtig sauer darüber. Der Surfstick sollte kostenlos sein und ihre Rufnummer übernommen werden. Als sie die Hotline anruft, erfährt sie, der Kollege hätte alles falsch gemacht und sie könnte mir jetzt anbieten, dass wir den kompletten Vertrag nochmal stornieren und ich mit ihr nochmal alles neu mache. Telefonisch korrigiert sie ihre Bestellung. Heute zwischen 8 und 13 Uhr soll der Techniker kommen. Mit versteckter Kamera dokumentieren wir den Besuch. In der Wohnung überprüft der Mann Anschlussbuchse und Router. Dann schaltet er die Leitung frei. Nach ungefähr 10 Minuten Arbeit ist er fertig und verabschiedet sich. Zur Einrichtung des Routers verliert der Techniker kein Wort.
Damit muss die 1&1 Neukundin jetzt alleine fertig werden. Jetzt haben wir hier die ganzen Kabel. Es funktioniert noch nichts, es ist noch nichts angeschlossen. Machen wir uns an die Arbeit. Versuchen wir es. Wir verbinden Router, Kabel und Laptop, wie in der Aufbauanleitung beschrieben. Bei der Anmeldung des Routers müssen wir aber passen, denn uns liegen zwei verschiedene Zugangsdaten vor. Anne sucht Hilfe bei der Hotline. Jetzt habe ich hier zweimal Zugangsdaten und es funktioniert im Prinzip überhaupt nichts. Der Mann vom Service Center erklärt ihr Schritt für Schritt, was sie zu tun hat. Dann steht die Verbindung. Es funktioniert. Ich fand es auch nett, dass er jetzt dran geblieben ist und tatsächlich jetzt mit mir gewartet hat, ob das auch tatsächlich funktioniert. Der Speedtest zeigt sehr gute 15,5 bei gebuchten 16 Megabit pro Sekunde. Und das Telefon? Hallo? Funktioniert. Anne kann jetzt wieder im Internet surfen und telefonieren. Doch ein Problem bleibt. Das Einzige, was jetzt eben noch ist, dass meine Rufnummer noch nicht portiert ist. Da sagte man mir aber, das wäre überhaupt kein Problem, das kann man noch nachträglich machen. Doch Anne ist skeptisch, ob das klappt. Ihr Wechsel zu 1&1 sollte die monatlichen Kosten senken. Hat sich der Aufwand gelohnt? Ich würde nicht nochmal wechseln. Also definitiv für 10 Euro im Monat tue ich mir diesen Stress und den Aufwand nicht an. Sind unsere Ergebnisse Einzelfälle? Das erfahren wir in Berlin. Die Stiftung Warentest hat insgesamt 10 Telekommunikationsanbieter getestet. Christian Schlüter kennt die traurigen Ergebnisse. Nicht ein DSL-Anbieter wurde mit gut bewertet. Insgesamt muss man sagen, dass wir mit dem Abschneiden der Internet-Service-Provider in unserem Test bei keinem richtig zufrieden waren. Die beste Note, die wir vergeben haben, ist ein befriedigend. Das heißt, da ist noch Luft nach oben. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es in vielen Fällen Probleme bei der Anschlussschaltung gab. Zum Teil warteten Kunden in diesem Test über 10 Wochen, bis ihr Anschluss endlich funktionierte. Christian Schlüter warnt deshalb vor schnellen Wechseln. Wer einen funktionierenden Internetanschluss zu Hause hat, der kann froh sein und der sollte darüber nachdenken, ob er jetzt zwingend, um 2-3 Euro im Monat zu sparen, sich einen Wechsel oder einen ganz neuen Anschluss sucht. Im schlimmsten Fall wartete ein Kunde sogar 5 Monate, bis er endlich wieder ins Internet konnte. Unsere Reise durch das digitale Entwicklungsland endet in Bonn. Für Verbraucher, die bei Ärger mit ihrem Telefon- oder Internetanbieter nicht weiterkommen, ist die Bundesnetzagentur oft die letzte Rettung. Die Bundesbehörde soll im Wesentlichen für 2 Dinge sorgen: für fairen Wettbewerb unter den verschiedenen Anbietern und dass Kunden zu ihrem Recht kommen. Rund 130.000 Beschwerden gingen allein im letzten Jahr ein. Verbraucher, die Schwierigkeiten haben, können sich an die Bundesnetzagentur wenden. Entweder über unsere Homepage, da gibt es für verschiedene Fragen Online-Formulare, die man ausfüllen kann. Dann laufen die Daten entsprechend bei uns auf und wir kümmern uns drum. Es gibt auch eine Hotline, unter der man uns mit Verbraucheranliegen erreichen kann. Wenn sich die Bundesbehörde einschaltet, lösen sich Kundenprobleme, die über Wochen und Monate existierten, oft deutlich schneller. Manchmal hilft eben nur ein bisschen Druck von oben, wenn es wieder mal heißt, kein Anschluss unter dieser Nummer.